Hast du denn was Bestimmtes, so was dir die Tattoos bedeuten oder so? Oder bist du eher so, das ist für mich Verzierung? Es gibt schon sicherlich ein paar Sachen, die für was stehen. Es sind aber auch einige Tätowierungen, die ich habe machen lassen, die im Nachhinein dann erst irgendwie in einem anderen Kontext dann gesagt haben, okay, ja doch, guck mal, das steht jetzt dafür, das ist cool. Ja, also bist du auch so der Verfechter tagebuchmäßig? Ja, das ist so, ich habe das alles draufgebracht. Ich habe sicherlich, hier den Namen meiner Frau und unser Hochzeitsdatum und unendlich in Latein stehen. Ich habe hier unten Pater Peccavi stehen, Vater, ich habe gesündigt. Das stand so ein bisschen mehr für mich. Dann habe ich, ist einfach so, bezieht sich auf die letzten 43 Jahre. Ne? Das ist so der ein oder andere Vorfall in meinem Leben, der dazu passt. Dann habe ich hier eine Gisha, die das Böse bekämpft, die steht auch für meine Frau. Ich hatte hier vorher auf dem Arm, hier oben hatte ich so eine Kriegerin mit einem Schwert. Und die haben aber auch gecovert, weil die nicht ganz so geil war, wie ich das gerne wollte. Und die stand halt von Anfang an für meine Frau. Und dann haben wir halt, weil das gecovert war, habe ich gesagt, okay, wir setzen auf den Asia-Arm eine Geisha, die das Böse bekämpft, die halt auch für meine Frau steht. Ich habe noch eins hier auf der Innenschenkel, auf der Innenwade habe ich noch einen Schlagring mit so einem Klappmesser, so auf Oldschool-Style. Da steht der Name von meinem Sohn drin. Warum so? Nee, das für mich, da steht Protea Asua Familia. Ach so, dass du ihn beschütze, deine beschützt, Familie ist für meinen Sohn. Und dann habe ich hier unten noch aus Pulp Fiction, oder eigentlich ist es ja aus der Bibel, Ezekiel 5, ich will große Rachetaten vollführen an denen, die versuchen, meine Brüder zu vergiften und verdichten. Das steht tatsächlich für meine Freunde. Ja. Dann also bist du ein Kämpfer und Beschützer. Ja, dann habe ich hier einen Preußenadler. Mein Großvater kommt aus Ostpreußen. Ja. Und deswegen der preußische Königsadler, der ist für Opa. So. Hast du denn auch ein Partner-Tattoo? Ich habe tatsächlich, es war das erste Tattoo meiner Frau, warte mal, habe ich das auf der Seite? Nein, auf der anderen Seite. Ich habe es auf der Seite, Susi hat es auf der Seite. Das hat meine Frau auch. Ja. Heißt Liebe und Treue, kann natürlich auch Ente süß sauer heißen, ich weiß es nicht genau, man weiß es halt bei den Dingern nie. Musst du nochmal bestätigen lassen. Ja. Und das war das erste Tattoo meiner Frau. Wir waren irgendwie unterwegs und sie bla 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 und Tattoo und erstes und sie sagt, ja, ich will mir auch eins machen. Ich sage, warte, Telefon, ich sage, Barry, meine Frau will sich ein Tattoo machen lassen, wir kommen. Ja, alles klar, ich habe 2 Mann frei. Das ist die Chance. Ja, ja, wir dahin. Und dann hat meine Frau auch dieses chinesische Zeichen auf die andere Seite gekriegt, damit, wenn die nebeneinander stehen, sind die jetzt aneinander. Genau. So. Und meine Frau hat mir fast die Hand gebrochen dabei, weil ich habe ihr Hand gehalten und sie, ich krieg lieber noch 5 Kinder, als dass ich mir ein Scheiß-Tattoo machen lasse. Okay. Wir haben keine weiteren Kinder und meine Frau ist mittlerweile komplett zugehackt. Die hat beide Arme zu. Interessant. Beide Arme zu, Rücken, die hat hier die Seite und hat jetzt hier auf dem Oberschenkel ein Porträt von mir, wo ich ihr Porträt hier auf dem Oberschenkel habe, so groß. Das muss ich mir bei Gelegenheit mal angucken, jetzt nicht. Ja, ist blöd gerade. Lass die Ruhe. Und haben wir tatsächlich in Reutlingen auch den ersten Platz mit abkassiert. Hat ein Freund von mir getroffen, der Timo von Culture Shocks aus Wolfsburg, hat mein Porträt auf ihren Oberschenkel geschossen und hat Freitag damit Best of Day gewonnen in Reutlingen. Sehr gut. Also auch Profis am Werk wieder. Ja, ja. Das ist ja das Schöne. Ich habe vorher schon einen guten Freundeskreis mit dem Kreis gehabt mit den Tätowierern. Und jetzt durch die vielen Moderationen hat sich das Netzwerk natürlich völlig vergrößert. Zum Beispiel Tommy Lee Wendner ist der King of Horror, ist mein direkter Nachbar. Dem habe ich tatsächlich, das Haus neben uns war frei und Tommy musste umziehen und ich habe ihm das Haus nebenan besorgt. Sehr geil. Mal ab und zu rüber. Also, wenn ja, kannst vergessen. Das ist ungefähr so, als wenn der Friseur nebenan wohnt, da kriegst du auch nie einen Termin, kannst vergessen. Ah, ja, das Problem kenne ich. So, jetzt natürlich durch das Netzwerk mit Tommy Lee und Randy, Andy Engel, Angelina, das ist alles so eine Crew und wir basteln da gerade an einer ganz großen Charity-Nummer, Inc. Against Children Poverty. Ich habe gestern Abend mit Nico schon zusammengesessen und das Tätowiermagazin wird es auch unterstützen. Der Plan ist, Tätowierer dazu bewegen, dass die pro Monat irgendwie ein Tattoo machen und den Erlös daraus in den Pott schmeißen. Keine Ahnung, 50 Euro, was auch immer, 10 Euro ist egal. Und man sich dann einmal im Jahr auf einer großen Convention trifft oder das splittet, sagt, wir treffen uns halbjährlich mit den ganzen Prickern auf einer großen Convention. Die bringen das Geld, was sie gespart haben, mit. Man sagt, was weiß ich, im Sommer auf Convention XY. Und das Geld geht für die Arche oder für ein Kinderprojekt. Ich bin ja selber Botschafter bei der Arche Deutschland, gegen Kinderarmut in Deutschland.
und dafür sammeln und dann sagt, was ich, Ende des Jahres, was ich, Reutling oder irgendeine andere Convention, Schweinfurt oder eine andere Convention Ende des Jahres, wo man das, okay, man nimmt dann vom zweiten Halbjahr das gesammelte Geld und packt es in ein Tierprojekt. Das ist so der Plan, den ich habe. Das ist ein Projekt, was wir seit 2 Jahren im Kopf haben, wo ich jetzt dran bastle. Wir haben das jetzt gerade bei Angelina, bei Kettekunstwerk in Solingen, da war Stadtfest. Und dann endlich mich gefragt, ob ich vorbeikomme. Ich sage, jo, und dann habe ich Autogramme gegeben. Die Jungs haben tätowiert. Lena, eine Freundin von mir, hat tätowiert. Angie, dann Nadel und Farbe. Die sind alle bei Angie im Laden. Und Marco war auch da. Und waren eben mal ganz fix 1960 Euro an einem Tag, die ich jetzt letzte Woche in die Archie gebracht habe, habe die da gespendet. Und ja, ich möchte das Ding gerne noch größer ziehen. Weil guck mal, wenn es ein 100er im Monat oder 50 im Monat pro Tätowierer, was sich hier so eine Endlosschleife oder irgend so ein Kack ist, lässt sich ja ziemlich einfach machen. So, und dann, was ich, 100 Tätowierer kannst du durchrechnen pro Jahr. Da stehen mal ganz kurz, ne? So, und du kannst halt richtig Geld bewegen. Und ich habe das gesehen auf den vielen Conventions, auf denen ich moderiert habe, wo ich gesammelt habe für die Arche. Und auch hier jetzt in Schweinfurt, man sieht es ja mit dem Projekt mit der kleinen Debbie, das ist halt letztes Jahr schon gut gelaufen und das wird dieses Jahr, glaube ich, noch fetter, als es letztes Jahr gewesen ist. Und ja, das ist so ein Herzprojekt von mir. Letztes Jahr haben wir 12.000 Euro bewegt, dieses Jahr sind noch nicht ganz zusammenkalkuliert, aber es müssten 15 sein. Und ich habe für nächstes Jahr noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel. Das wird nächstes Jahr noch größer. Das Ziel für nächstes Jahr sind mindestens 50.000 Euro für die Arche zu bewegen. Ja, das klingt sehr gut. Erstmal Respekt dafür. Ich finde es ganz interessant, dass sehr oft Tätowierte sich für den Tierschutz einsetzen oder für Kinder und so weiter. Meinst du, wir sind langsam dieses Image los vom ständigen Kriminellen? Ach, ich denke, ganz ehrlich, wir liebäugeln doch auch damit, oder? Man will ja auch so ein bisschen in die Außen, ins Äußere gedrückt werden, so ein bisschen, ist er vielleicht ein bisschen ein Assi, ist er vielleicht ein bisschen ein Rocker. Mehr künstlerische Freiheit. Ist er vielleicht ein bisschen ein Böser, es ist doch das Image-Problem, wenn du reinkommst, so, okay, was hier, Hände zugehackt, bla bla bla, okay, dann guckst du ja schon, ich meine, gut, ich gucke immer noch auf die Qualität der Tätowierung, wo man sagt, okay, kann man streckenweise auch unterscheiden, ob die jetzt übertrieben Assi oder, ne? So, es gibt halt immer noch Leute, die zu blöd sind und sich in der Waschküche oder im Wohnzimmer von irgendeinem Idioten, der sich so eine scheiß Maschine gekauft hat, irgendeinen Scheiß auf dem Arm braten lassen. Ja. Stehen im Studio, was kostet das, wenn ich mir sowas machen lasse? Oh, warte mal, der ist ja 200. Und der Ralf hat gesagt, der macht das bei mir in der Küche für 100. Oder für eine Kiste Bier. Dann lass dir vom Ralf das Ding für einen 50er machen oder für eine Kiste Bier. Und dann kommst du nächste Woche her und dann zahlst du 400, weil ich nämlich ein Cover-Up machen muss. Ich so, was soll der Scheiß? Warum? Liebe Leute, macht das nicht. Sucht euch qualifizierte Tätowierer. Der Rest ist Driss, verstehst du? Tommy Gerhard hat gesprochen. Endlich normale Leute. So, ich würde dich fast jetzt mal langsam wieder in Ruhe lassen, damit du dich noch ein bisschen vorbereiten kannst. Ich bin gerade im Reden. Du bist gerade im Reden, okay, dann setze ich mich schon mal hier möglich hin. Wenn ich anfange zu labern. Ich werde ja mittlerweile für bezahlt, das ist total super. Früher hat meine Freundin gesagt, Kante, halt mal die Fresse. Jetzt werde ich dafür bezahlt, das ist super. Ah, siehst du, da kommt mein kleiner polnischer Freund. Bis gleich, meine Tanzfee. Ja, cool. Also die Stimmung ist schon mal gut hier. Dabei haben wir noch nicht mal 12:30. Ja, siehst du, läuft. Ne? Und ihr habt noch nicht mal was getrunken. Warum eigentlich? Nee, frage ich mich auch. Ist irgendwie noch nichts angekommen. Was wolltest du sagen? Eier? Frisch. Was? So, wenn du noch erzählen willst, dann frage ich auch noch was. Warte mal, erzähl doch mal jetzt. Was soll ich erzählen? Erzähl mal. Hast du Tattoo-Termin bald? Tattoo-Pläne? Ja, ich habe fette Pläne, aber das ist wieder beim Thema Tommy und mein Nachbar hat keine Zeit. Also der Plan für den Rücken ist halt, ich habe schon einen Teil auf dem Rücken. Und da musst du jetzt aber alles voll, weil solange ich das hinten auf dem Rücken einzeln hatte, sah das ja total geil aus, weil das so groß ist. Ja. Jetzt sind die Arme aber total zugeschreddert und da ich mich ja ziemlich oft auf dem Bildschirm sehe, fällt mir dann auf, das sieht scheiße aus, weil wenn du morgens vorm Spiegel stehst, hast du hier Brust ist zu, das zu, das ist geil, das sieht super aus. Und dann siehst du mir mal, weil die Kamera von hinten drauf ist, wird wieder ein Rücken auf, denkst du, boah, Alter, so kannst du nicht im Fernsehen rumlaufen. Das geht nicht. Da muss was drauf. Das muss komplett zu. Geht nicht, ja. Jetzt haben Tommy und ich einen Plan geschmiedet, wie das alles hinten auf dem Rücken werden soll. Ja, beim Plan hängt es jetzt aber auch schon, ne? So, weil wir kommen einfach nicht, weil Tommy Bücher voll, dann fährt er jetzt wieder dahin, ist er wieder da unterwegs, dann hier und da, lala. Und dann habe ich wieder keine Zeit, weil ich wieder unterwegs bin. Das ist so das Asoziale.
wenn du, keine Ahnung, ich habe die, weiß ich gar nicht, wie viele Conventions ich dieses Jahr moderiert habe. Aber du hast dann die besten Tätowierer Deutschlands und auch Europas und streckenweise auch weltweit. Aber keine Zeit. Und du hörst den ganzen Tag der Nadel singen und du kriegst dich ein Farbklecks ab. Das ist richtig übel. Das ist so, als wenn dir einer den ganzen Tag ein Kotelett vor die Fresse kloppt und du darfst nichts essen. So albern. Alle werden tätowiert, nur ich muss arbeiten. Ja. Verdammt. Ich mach das nicht mehr. Ich mach das nicht mehr mit. Sagst du einfach demnächst, du bist mal kurz beim Interview. Genau. Dann bestellen wir einen hier hin. Das Problem ist ja, meine, die Flächen, die ich jetzt noch habe, sind alle so rot, da kommst du ja eben mit einer halben Stunde nicht aus. Aber Hände, Handflächen, nee, Hand, nee? Nein, fällt bei mir aus, nein. Hals, Hände sind bei mir raus. Warum? Weil in der Branche, in der ich mich bewege, also mit Schauspiel, Fernsehen, so immer noch, ich, oder es könnte ja auch mal sein, dass es irgendwann vorbei ist mit der Fernsehnummer. Dann kann ich ja immer noch ein Hemd anziehen und eine Sacke und kann immer noch Versicherung verkaufen. Verstehst? Aber doch nicht auf der Bohrinsel. Ja, das nicht, aber der, die Nummer ist ja auch raus mit ja, der. Ja, ist Welt, das jetzt, ne? Wäre ich jetzt, geht ja, nicht mehr? Also, klar, ich vermisse das natürlich, ne? Weil Schrauben, Dreck und Öl, ich bin damit aufgewachsen, ich bin in einer Autowerkstatt groß geworden. Mein Vater hat seit 81 eine Autowerkstatt und Abschleppdienst und ich liebe das. Aber da jetzt wieder so hinzugehen und da die Gans zu arbeiten, weiß ich auch nicht. Manchmal vermisse ich es, aber so ganz jeden Tag müssen ist wieder was anderes. Vielleicht kannst du ja mal so eine Rolle annehmen, wo du das spielst. Ja, aber dann kommt mein Pedantismus richtig raus. Wir haben es ja bei uns in der Serie gehabt mit der Mopedbauerei. Ich hatte ja in der Serie eine Motorradwerkstatt. Ja. Und ich baue ja tatsächlich auch Motorräder rum. Ich habe Custom Bikes gebaut. Und dann waren die Requisiten nicht so, wie sie real gewesen wären. Siehst du im Bild nachher nicht, ist scheißegal, was du hast. Aber ich habe da gesessen und gesagt, das passt nicht schon, das kann ich noch nicht anbauen. Ja, das sieht aber keiner. Doch, aber ich weiß das. Das ist so, nee, geht nicht. Doch, geht. Kann ich eine 10er mit einem 13er Schlüssel hier ranschrauben? Da sehen die Leute sofort. Tu doch so. Ich sage, nein, das sehen meine Freunde. Ich kann doch nicht so einen Auspuff an so ein Motorrad stecken. Das macht kein Mensch auf dieser Welt. Ja, aber ist doch... Ne, so. Das ist natürlich Diskussion, wo du nachher siehst, okay, ist völlig sinnlos, aber du stehst davor und denkst, nee Leute, das kann ich nicht bringen. Blutet dir das Herz. Ja, aber auf jeden Fall. Ja, also Weg zurück. Ja, aber gut, es ist ja jetzt auch nicht in Frage. Du hast ja gerade gesagt, es ist noch einiges im Vertrag. Alles gut, alles offen und so. Das Einzige, was ich mal überlegt habe, ich echt mal überlegt, ob ich Mama und Papa hier auf die Finger mache. Ich habe einen Kumpel gehabt, mit dem ich früher Thai-Boxen zusammen gemacht habe. Und der hat unten auf dem Unterarm Gracias a mis padres drauf gehabt. Also danke an meine Eltern. Und der hat aber auch wirklich gekämpft. Ich wusste natürlich, der steht da und zieht mit dem Ellbogen durch. Und der Typ sieht das Letzte, was er gerade sieht, ist danke an meine Eltern. Und dann puck, Knockout. Fand ich ein bisschen geil. Stimmt, stimmt. Aber jetzt, dann ist es gerade. Willst du Mama oder Papa? Ja, der Kütte Mutti. Deine Mutter. Genau. Meine Mutter. In dem Fall. Ja, gut. Nee, aber Hände fallen aus, lass ich raus. Doch, Mama und Papa finde ich aber gut. Ja, finde ich auch. Das geht auch schnell. Ja. Kannst du sogar heute machen. Nee, nee. Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Nee. Fällt aus. Nee, gibt's keine Diskussion. Mach ich nicht Hände, weil ich kann immer noch mein Hemd anziehen, sieht dann leger aus und ist weg. Ja, kann ich verstehen. Auf jeden Fall. Ist auch rollentechnisch, dann bist du halt dünne Decke. Da kann halt auch kannst das gleiche Casting abliefern, Qualität beides gleich oder sogar besser sein. Entscheiden sich für jemand anders, weil es weniger Make-up-Zeit ist. Du kannst es ja wegcovern, das ist ja nicht das Problem. Mit den richtigen Dinger, Zeug, mal, da kennst du dich besser aus als ich mit dem Make-up-Cover. Sehe ich so aus? Ja, aber im Zweifelsfall, ja, du bist die Frau. So, war das jetzt sexistisch? Ich habe auch gerade überlegt, hast du etwa gerade mein Geschlecht vermutet? Wie war das nochmal? Die sind doch inzwischen, es gibt doch inzwischen 20 Geschlechter und das ist ja ganz, es gibt ja nicht nur Mann und Frau. Ja, ich bin eine Frau auf jeden Fall. Also letztes Mal, ich geguckt habe, war ich eine Frau. Gut, dann ist ja gut. Dann bin ich ja beruhigt. Ich gucke da nicht nach. So, gib mir nichts an. Ich raus. Wo waren wir? Achso, ja, Make-up, Hände. Dann müssten sie halt das immer covern. Du musst halt aufpassen mit Wasser drauf, nicht ja, doch. Ja. So, ist halt auf, wissen die Producer und die Caster halt auch. Und dann, ja, okay, dann nicht. Und deswegen, ich möchte ja irgendwann mal Tatort-Kommissar werden. Das wäre ein wichtiges Ziel. Echt? Ja, das wär so für mich Endstadium. Endstadium? Das klingt aber negativ. Nee, das ist so. Also danach bin ich dann tot. Dann ist vorbei. Entstanden. Ja, okay, wenn ich einmal einen Tatort-Kommissar spiele, reicht mir das. Ist okay. Okay, nee. Das bedeutet also, wenn ich jemand ganz geschickt irgendwie um die Ecke bringen will, soll er diese Rolle beschiffen. Das ist dann auch ein Fall für den Tatort. Genau. Nee, finde ich schon geil. Das wäre so. Das wäre cool. Super. Ich würde sagen, dann drücke ich dir die Däumchen für alles, was das angeht und für die Projekte vor allem. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ja,
Kommst du nochmal vorbei, erzählst du, wenn du mal so weit bist. Als geht, kriegen wir das hin und dann machen wir da auch was Größeres von. Als ein Kommissar kommst du vorbei. Ach so, nee, ich mach jetzt von den Charity. Nee, alles. Ja, genau. Du kommst quasi, erzählst, als wie viel Geld du eingenommen hast, mit Mama und Papa auf den Händen, als Tatortskommissar. Das wünsche ich mir. Okidoki. Gerne. Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne.